Ihr dürft euch auf geiles Rainbow Six Gameplay freuen. Ich bin dabei, Dishonored zu spielen. Das Programmiervideo verschiebt sich auf meinem anderen Kanal. Ich habe endlich mal wieder angefangen, ein Buch zu lesen. Friendly Fire startet in wenigen Stunden. Und gestern Abend ging so einiges schief. Und damit herzlich willkommen zu Was geht ab? Fangen wir einfach an mit dem geilen Rainbow Six Gameplay. Wir haben am Donnerstag Rainbow Six Siege aufgenommen. Und da ist ziemlich nices Gameplay entstanden, muss ich sagen. Gut, vielleicht jetzt nicht Gameplay insgesamt, aber wir hatten ziemlich geile Runden. Ziemlich spannende und ziemlich schnelle. Also so viel kann ich sagen und darauf dürft ihr euch auf jeden Fall freuen. Ich bin auch dabei, ein Best-of-Ladescreen zu schneiden. Ich nehme ja immer durchgehend auf, ich nehme nicht die einzelnen Folgen auf, sondern ich drücke ja einmal am Anfang der Aufnahmesession Start und am Ende drücke ich Stopp und dann habe ich irgendwie eine 2 oder 3 Stunden Datei. Und da kommt im Ladescreen schon einiges zusammen. Ich kann euch hier jetzt mal kurz was reinschneiden. DJ, mach mal ein bisschen Krach. So, das, auf sowas dürft ihr euch zum Beispiel freuen. Das fand ich schön. Ich habe es bereits auf Twitter geschrieben, dass die Szene, die ihr gerade gesehen habt, das habe ich bereits auch auf Twitter hochgeladen. Das ist schon nice. Also freut euch. So, ich bin dabei, Dishonored zu spielen. Ich war am Anfang von Dishonored nicht so wirklich überzeugt von dem Spiel. So die ersten anderthalb Stunden oder so. Aber mittlerweile macht's echt Bock. Vor allem, wenn du halt darauf gehst, dass du niemanden umbringst. Weil umso mehr Leute du umbringst, umso düsterer wird das Ende. Und ich will ja kein düsteres Ende. Ich will ja ein schönes Ende. Ne? Schönes Ende. Und da spielst du so Passagen halt schon 10, 20, 30 Mal. Je nachdem. Ja gut, 30 oder 20 ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber je nachdem, wie oft du halt entdeckt wirst, ist das schon scheiße. Dann musst du jedes Mal das Zeug neu spielen, vor allem wenn du nicht gespeichert hast. Zum Glück gibt es in diesem Spiel Quicksave. Wenn es da kein Quicksave geben würde, leck mich am Arsch. Ich wäre am Arsch. Ne? Genau. Das zu Dishonored, wie gesagt, es macht mittlerweile Bock. Ich habe jetzt 10 Stunden gespielt. Ich kann euch nicht sagen, wo ich bin, denn dann würde ich spoilern. Das will ich jetzt nicht. Und ich werde euch berichten, wie es insgesamt ist, wenn ich fertig bin. So, das erste Programmiervideo verschiebt sich auf dem Programmierkanal. Das ist ein leichtes Problem. Ist es ein leichtes Problem? Nee, eigentlich nicht. Ich wollte es eigentlich Anfang nächster Woche bringen, also in so zwei, drei Tagen. Aber das ist nicht machbar. Ich habe das Konzept geschrieben, als ich in der Uni nichts zu tun hatte und das zu schneiden, das dauert viel zu lang. Vor allem, weil Magix halt keine Funktion hat, bei der du zum Beispiel Potenzen schreiben kannst. Du kannst keine Potenzen schreiben, ich muss die Potenzen manuell machen. Also indem ich einfach eine Zahl nehmen, die von der Schriftgröße her kleiner mache und dann hochsetze. Und es ist so eine Scheißarbeit. Und vor allem, wenn ich die Zahlen dann verschieben will, dann muss ich die jede einzelne per Koordinate verschieben. Und das ist so aufwendig. Und deshalb verschiebt sich das Ganze noch bis vielleicht übernächste Woche oder so. Ich weiß es nicht. Ich komme halt Anfang der Woche kaum zum Schneiden, weil ich da halt durchgehend eigentlich fast Uni habe. Und deshalb wird sich das noch ein bisschen verschieben. So, ich habe angefangen, endlich mal wieder ein Buch zu lesen. Und zwar Das Schwert der Vorsehung. Das ist, ich hoffe, es ist der erste Teil zu den, Geralt von Riva. Geralt von Riva, also die Hexer oder The Witcher Spiele sind ja nicht das Original. Also sind schon Original, aber jetzt nicht die den Hexer Geralt von Riva erfunden haben. Der wurde ja, ich glaube, das erste Buch ist von 92 oder so. Oder 91, 93, irgendwie so um den Dreh rum. Und darauf basieren ja die Spiele, auf diesen Büchern. Ich weiß noch nicht, ob das, was im Spiel passiert, auch im Buch passiert. Das weiß ich noch nicht. Also bisher ist es noch nicht so. Das Buch fängt eigentlich ganz... Das Buch fängt ganz normal an, ist jetzt auch eine blöde Aussage. Wie fängt denn ein Buch normal an? Nein, es fängt nicht so an wie Witcher 1, dass Geralt sein Gedächtnis verloren hat und so weiter. Das kommt vielleicht noch, ich weiß es nicht. Aber
Es fängt so an, dass Geralt halt einfach einen Auftrag hat und dann eine zufällige Begegnung hat sozusagen. Und er erlebt dann da sein Abenteuer. Das ist, es ist in mehrere Teile aufgeteilt. Also im ersten, ich will jetzt mal sagen Kapitel, es ist der erste Abschnitt vom Buch. Ja, sagen wir Kapitel, weil das Kapitel ist dann in sich nochmal aufgeteilt in so Abschnitte, die dann immer mit römischen Zahlen bezeichnet werden. Und so das erste Kapitel war jetzt eine Geschichte für sich im Prinzip. Es hat ein bisschen, na was ist ein bisschen, es hat schon große Auswirkungen auf den zweiten Teil, aber die Geschichte, die da erzählt wird, die ist eigentlich abgeschlossen. Also mit zweiten Teil meine ich das zweite Kapitel. Mal schauen, wie es da vorangeht. Ich bin auch erst im zweiten Kapitel. Aber es ist schon nice bisher, muss ich sagen. Jetzt lasst mich mal kurz rechnen. 4 Stunden und 38 Minuten beginnt Friendly Fire 2. Und ich habe mich bereits gestern Abend eingedeckt mit Proviant. Denn ich werde die nächsten 12 Stunden, also sobald es startet, die nächsten 12 Stunden mich wahrscheinlich nicht mehr aus meinem Bett rausbegeben. Außer ich muss aufs Klo. Von daher, es wird ein langer Tag. Es wird ein langer Tag, ich bin gespannt. Was für geile Scheiße sie machen. Aber ich bin am Start. Von daher, wird schon gut werden. Da vertraue ich drauf. So, letztes Thema. Und zwar gestern Abend. Ich komme von der Arbeit und stelle das Auto im Hof ab bei uns. Schließ es zu. Geh zur Tür rein, schau nochmal zurück und sehe, dass das Licht noch brennt. Also das Innenlicht vom Wagen. Jetzt nicht die Scheinwerfer, sondern eben das Innenlicht, das halt angeht, wenn du zum Beispiel die Tür aufmachst oder so. Ne, da geht er automatisch dann das Licht an. Also ich zurück, schließe das Auto nochmal auf, setze mich rein, mach die Tür zu, Licht geht nicht aus, steig aus, mach die Tür zu, Licht geht immer noch nicht aus, schließ zu, Licht geht immer noch nicht aus. Okay. Das war schlecht. Ich habe dann so viel rumprobiert. Ich bin dann auch nochmal einmal noch um den Block. Kann man das Block bezeichnen? Ja, ich bin einfach noch einmal um den Block gefahren, um dann zu schauen, ob es vielleicht daran liegt, dass ich halt irgendwie irgendwas mit der Zündung los ist oder was weiß ich. Und hat aber alles nichts geholfen. Und dann schaue ich in die Betriebsanleitung. Und da gibt es einen Schalter, mit dem man das Innenlicht automatisch, also halt manuell ausschalten kann. Nur jetzt ist in der Scheißanleitung nicht beschrieben, wo zum Teufel dieser Schalter ist. Es wird nur gezeigt, als wird nur das Bild von diesem Schalter gezeigt und dass man ihn umlegen kann. Ich habe im ganzen Auto gesucht, ich habe keinen verfickten Schalter gefunden. Nirgendwo. Und schlussendlich habe ich im Internet dann gesucht und da haben sie in irgendeinem Autoforum gesagt, ja, du kannst das Innenlicht auch noch manuell anschalten, indem du den Lichtknopf für die Scheinwerfer drückst, weil die Scheinwerfer werden dadurch angeschalten, dass ich diesen Lichtknopf umlege, aber wenn ich kann ihn auch drücken, wusste ich gar nicht, dass ich den drücken kann, und dadurch schalte ich die Innenbeleuchtung an. Schalte. Mein Gott. Wusste ich gar nicht. Also ich drück den Knopf und zack, geht die Innenbeleuchtung aus. Jo. Gut. Habe ich nur eine Viertelstunde für gebraucht, aber war dann auch aus. Und, ich meine, das war es ja nicht komplett, weil es lief ja noch nicht. Zum Glück noch nicht so scheiße, muss ich auch noch, als ich die Treppen hochgehe, mir meine Jacke, meine schöne Assassin's Creed Unity Jacke, in dem Geländer verhaken und reiß mir dabei den Reißverschluss raus. Jetzt ist da so ein Teil vom Reißverschluss abgebrochen. Ich habe ihn heute Morgen mit einer Zange wieder dran befestigt. Also er funktioniert. Aber es ist halt ein Teil schon rausgebrochen. Mal schauen, ob ich mir den ersetzen lasse oder nicht. Also ob ich dann einen neuen reinmachen lasse oder nicht. Mal schauen. Weil es dann von der Farbe her und so weiter nicht mehr passt. Werden wir sehen.
Aber er funktioniert noch, also ist noch nicht so tragisch. So, das war das für diese Woche. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal von Was geht ab wieder nächste Woche. Bis dann. Tschüss.